So. Ich habe das für mich privat gekauft, gestartet und ich saß hier vor einer Kiste Bausteine und wusste gar nicht, was ich machen sollte, weil es keine Anleitung gibt. Anbindung der Schulen in den ländlichen Räumen könnte der Bund was tun, nicht nur für die Haushalte. Zweitens, Weiterbildung der Lehrer, dass wir da insgesamt zusammenarbeiten. Und drittens, dass wir digitale Lehrinhalte in einer E-Cloud zur Verfügung stellen, aus denen die Schulen sich dann in Deutschland auf die Länder selber auswählen können, was sie wollen. Wenn sie, sage ich mal, wirklich das oder durchsetzt, was sie verspricht, dann ist es sicherlich was Gutes. Also wenn sie sagt, sie will die Spielebranche fördern, dann ist das was Gutes, glaube ich, für uns alle. Also es ist für mich das erste Mal der Eindruck, dass sich jemand auch mal für die Jugend ein bisschen stärker macht und sich auch mal dafür mehr interessiert. Das zeigt für mich auch wirklich, dass sie auch interessiert ist, da wirklich viele Leute mit zu erreichen. Aufzuziehen und seitdem sitzen wir in Berlin. Mittlerweile sind wir 120 Leute.